Ganz herzlich willkommen zum ersten Plenum im Jahr 2015 hier bei INTV. Nach den Klausuren und nach, wie es heißt, erfrischenden Diskussionen zeigen sich die Abgeordneten heute wieder sozusagen mit Schlips. Und bereits unser erstes Thema tangiert einen Grundsatz. Die Aufsichts- und Kontrollgremien des privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also Radio und Fernsehen, müssen staatsfern besetzt werden. Ob das so ist, darüber gibt es Unstimmigkeiten. Ja, es gab ein Verfassungsgerichtsurteil. Wir erfüllen da schon viele Punkte, aber ich sage immer, nichts ist so gut, dass man es nicht nur verbessern kann und man kann sicherlich drüber reden. Wir tun gut daran, das Verfassungsgericht hier ernst zu nehmen und hier noch etwas nachzubessern. Ich glaube tatsächlich, dass es Gruppen gibt, die man hier mit berücksichtigen muss, beispielsweise die Gruppe der Migranten. Von daher gesehen, glaube ich, ist hier Handlungsbedarf da. Und wir sollten das auch ernst nehmen, was hier im Verfassungsgericht uns als Hausaufgabe mitgegeben worden ist. Da gibt es dann bei uns einen geringen Handlungsbedarf. Wir sind im Moment 1-2 über dieser Grenze und deswegen werden wir das Medien- und Rundfunkrecht entsprechend bei uns anpassen. Aber dass wir jetzt ja hier einen ganz großen Aufschlag machen, das wird sicherlich nicht geben, denn ich bleibe dabei, also unsere Medienaufsicht, unsere Rundfunkaufsicht funktioniert tatsächlich sehr gut. Wir werden das Gremium nicht sehr viel größer machen, das kann nicht der Plan sein. Es wird darum gehen, gesellschaftliche Gruppen, die heute nicht vertreten sind, mit einzubinden. Ich sage mal, Behindertenverbände und auch das Thema Migranten ist etwas, das muss abgebildet werden. Da hat sich unsere Gesellschaft verändert. Bei unserem zweiten Thema geht es um Pflege. Neben einer besseren Finanzierung der Ausbildung soll auch die Qualität der häuslichen Pflege erhöht und kontrolliert werden, damit das Pflegegeld auch den Alten zugutekommt. Gut, auch hier wurde im Rahmen der Koalitionsvereinbarungen schon einiges verbessert. Die Geldleistungen wurden für verschiedene Pflegestufen erhöht, aber Pflege ist ein Bereich der Zukunft. Hier müssen sicherlich von allen Seiten noch viele Anstrengungen kommen, um den Standard gut zu halten und die Qualität weiter zu verbessern. Ich denke, gerade im häuslichen Pflegebereich gibt es in jedem Fall immer noch Handlungsbedarf. Hier geht es erstmal darum, auch dass entsprechende Entlohnungen da sind. Auch im Bereich natürlich der Familienangehörigen, das kann ja nicht zum Nulltarif passieren, hier muss man sicherlich noch drauflegen. Und im Bereich der Nachtpflege, Nachtwache, glaube ich, haben wir auch Handlungsbedarf. Soweit die aktuellen Nachrichten und Meinungen aus dem Bayerischen Landtag hier bei INTV. Liebe Zuschauer, in der kommenden Woche sehen wir uns dann wieder zu Plenum TV. Bis dahin, Servus.